Möchten Sie einfache und unterhaltsame Lernvideos mit anschaulichen Illustrationen erstellen? Oder suchen Sie ein Tool, mit dem Ihre lernenden Themen in Form eines Videos präsentieren können? Dann ist das Online-Tool MySimpleShow für Sie interessant. Mit dieser Software können Sie bis zu 3 Minuten lange Videos im Legetechnik-Stil erstellen und die wichtigsten Begriffe des Lerninhalts über Illustrationen darstellen lassen. Für das Erstellen von Erklärvideos mit MySimpleShow brauchen Sie keine Vorkenntnisse in der Videoproduktion, sondern nur einen Text, der bebildert und vertont werden soll. Das Tool ist kostenlos nutzbar und die erstellten Videos können per Link mit anderen geteilt werden. Wie die Arbeit mit MySimpleShow nun genau funktioniert, sehen wir uns gemeinsam an. MySimpleShow ist unter videomaker.simpleshow.com zu erreichen. Um das Tool nutzen zu können, muss ich mich registrieren. Das ist unter Erstelle kostenlos dein Video oder Create Your Simple Show Now möglich. Wenn ich mich über eine E-Mail-Adresse registriere, erhalte ich im nächsten Schritt eine E-Mail mit einem Link zum Aktivieren des Kontos. Wenn ich bereits ein Konto habe, gehe ich auf Anmelden und gebe meine Zugangsdaten ein. Nach dem Anmelden gelange ich auf meine persönliche Übersichtsseite. Videos, die ich bereits erstellt habe, sind hier aufgelistet. Mit Klick auf Erstelle neues Video kann ich ein neues Videoprojekt beginnen. Als erstes muss ich einen Namen für mein Video vergeben. Ich möchte heute ein Video erstellen, in dem ich den Teilnehmenden an einem Webinar erkläre, welche Ausstattung sie für die Teilnahme benötigen. Mein Titel lautet daher Tipps für die Webinarteilnahme. MySimpleShow kann deutschen und englischen Text vertonen, weshalb ich bei der Sprachauswahl zwischen Deutsch und Englisch wählen kann. Mein Video wird auf Deutsch sein, deshalb verändere ich hier nichts. Als nächstes muss ich wählen, ob ich den Text für mein Video erst im Zuge der Erstellung eingeben werde oder ob ich den Text aus einer PowerPoint-Präsentation importieren möchte. Ich wähle zunächst Schreibe deinen Text. Die Videoerstellung mit MySimpleShow verläuft in 4 Schritten. Im ersten Schritt Strukturieren geht es darum, eine Vorlage für mein Video zu finden. MySimpleShow bietet mir fertige Vorlagen für die Präsentation bestimmter Themen aus den Bereichen beruflich, persönlich und Bildung an. Wenn ich eine dieser Vorlagen wähle, erhalte ich eine genaue Anleitung, wie ich das Video aufbauen kann. Wenn es keine passende Vorlage für mein Thema gibt, verwende ich eine leere Vorlage. Sobald ich eine Vorlage gewählt habe, befinde ich mich in der Phase Schreiben. Ich erhalte Hilfestellungen für die textliche Gestaltung jeder Szene sowie Beispieltexte. Mit Klick auf das Feld mit den Hilfestellungen kann ich meinen Text für die jeweilige Szene eintippen. Die mir verfügbaren Zeichen sehe ich in der rechten unteren Ecke des Textfeldes. Wenn ich den Text bereits vorab in einem Dokument vorbereitet habe, kann ich ihn einfach in das Textfeld kopieren. Habe ich zu Beginn die Option Nutze PowerPoint gewählt, gelange ich nach Hochladen einer PowerPoint-Datei direkt in die Phase Schreiben. Ich kann den importierten Text aus der Datei bearbeiten, ergänzen, neu anordnen oder löschen. Habe ich meinen Text fertig eingefügt, klicke ich auf Bilder auswählen. Das Tool wählt nun anhand von Schlagworten im Text entsprechende Grafiken aus. In jeder Szene sind maximal 7 Illustrationen möglich. Wenn ich insgesamt mehr Illustrationen verwenden möchte, kann ich den Text auf mehrere Szenen verteilen. Um weitere Szenen hinzuzufügen, klicke ich auf das Plus über oder unter den bereits vorhandenen Szenen und gebe den entsprechenden Text ein. In der Textvorschau unter der Szene sehe ich durch die farbliche Hervorhebung, welche Wörter das System visualisiert hat.
Durch Klicken auf das Minus-Symbol auf dem Wort kann ich die automatisch ausgewählte Grafik entfernen. Gleichzeitig kann ich durch Klicken auf das Plus bei einem Wort eine Visualisierung hinzufügen. Die Illustrationen lassen sich nach Belieben verschieben und platzieren. Wenn die Grafikvorschläge nicht zu meinen Inhalten passen, kann ich sie tauschen. Dazu klicke ich auf die Grafik und im rechten Seitenmenü werden mir weitere Vorschläge für den Begriff angezeigt. Durch Klick auf die gewünschte Grafik wird mir die Illustration automatisch in die Szene eingefügt. Ist noch immer nichts Passendes dabei, kann ich über die Suche andere Grafiken finden und einfügen. Unter Verwendete Illustrationen sehe ich alle Grafiken, die sich im Moment im Video befinden. Das ist nützlich, wenn ich bestimmte Begriffe öfter im Video visualisiere und immer die gleichen Illustrationen verwenden möchte. Wenn ich eigene Bilder für die Illustration verwenden möchte, kann ich diese unter Uploads hochladen. Es gibt auch die Möglichkeit, Rahmen und Effekte hinzuzufügen, die Grafik zu spiegeln oder zu löschen. Wenn ich im Video Textelemente zeigen möchte, gehe ich im rechten Seitenmenü auf Text und tippe den gewünschten Inhalt ein. Ich kann zwischen zwei Schriftarten und Schriftgrößen wählen. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, mir eine Vorschau des Videos anzeigen zu lassen. Dafür klicke ich auf Video abspielen in der rechten oberen Ecke. Der Text wird automatisch mitvertont. Wenn ich das Bebildern abgeschlossen habe, klicke ich auf Fertigstellen. Wenn ich über eine kostenpflichtige Version von My Simple Show verfüge, habe ich in diesem Schritt die Möglichkeit, eine eigene Tonspur für das Video zu erstellen und weitere Einstellungen zur Audiospur und den Farben festzulegen. In der Gratis-Version ist das nicht möglich. Mit Klick auf Video fertigstellen wird das Video generiert. Ich bestätige die Auswahl der Privatsphäre-Einstellungen und der Videoqualität, indem ich auf Weiter klicke. Es dauert nun einige Minuten, bis das Video erstellt wird. Bei Fertigstellung erhalte ich eine Verständigung per E-Mail. Das fertige Video ist auf einer eigenen Seite öffentlich zugänglich. Wenn ich mein Video an meine Kursteilnehmerinnen schicken möchte, kopiere ich diesen Link und versende ihn zum Beispiel per E-Mail oder Messenger-App an sie. Das erstellte Video scheint nun auch unter Meine Videos auf. Durch Klick auf das Bleistiftsymbol kann ich das Video jederzeit nachbearbeiten und neu erstellen lassen. Der Link zum Video ändert sich dabei nicht. Je nachdem, ob My Simple Show in der Gratis-Version oder in einer kostenpflichtigen Version genutzt wird, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, was die Gestaltung, die Privatsphäre-Einstellungen und die Weitergabe des Videos betrifft. Das Prinzip bleibt aber immer dasselbe. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Ausprobieren.